Diese Monat hat ein Ulschkanal gefunden, dass Fusen eine gute Gelegenheit wäre, für mal rum einen zu backen. Dafür sind Jana und Maya Eschlo, wie in die traditionelle Fuss-Küche mischt. Es sind Jana. Es sind Maya und wir haben heute Della bei der Sonne auf der Kamera begleitet. Und wir machen heute Fuss-Küche. Alles. Wir sind als Zutaten, wir brauchen 100 Gramm Butter, 2 Eier und frisch Hirsch. Und da brauchen wir noch 100 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, ein bisschen Puderzucker und 100 Milliliter Milch. Und noch eine Schüssel, um alle guten Zutaten zusammen zu mischen und zu kneten. Dicht. Einmal Mehl und Schüssel. Dann noch den Zucker. Dann muss man der dabei schütteln. Los schmelzen wir noch Butter an der Mikrowelle. Und während die Butter wärmt, präparieren wir auch schon 100 ml Milch, die wir dann auch wärmen müssen. Du musst mal die warme Milch und die warme Butter gleichzeitig dabei mischen. Zu guter Letzt muss man auch noch tief an den Deeg bröckeln. Dann für alles zu vermischen, kann ich in den Mixer holen. Wir am besten mischen einfach mit den Händen. Aber wenn es gut durchgeknetet ist, muss ich bedecken und ob man es 2 Stunden irgendwo bei einer wutlöscher Temperatur abgehen lassen. Nur 2 Stunden warten, wird den Deeg hoffentlich verdoppelt und wir können noch anfangen schon mit kneten und ausrollen. Du brauchst einen bemehlten Block und da fange ich noch schon an mit Deeg bearbeiten. Du holst den Deeg gut aus, für du nur schön Streifen rauszuschneiden, für die Knie zu formen. Für die Knie zu formen, hält den einfach einen Streif an und mische den eine Knie dran. So. Wenn ein Glatz schwer ist, dann kann ich noch einfach Berliner machen. Nun kommen wir zum Moment, wo wir die Fuss-Küche frittieren müssen. Dafür haben wir heute Fett präpariert und die Tüte schon mal die Küchenpapier ausgelegt. Und dann muss man sie nicht mehr nachher heuen. Man sieht auf Herz mal, dass es einen schönen Fuss-Küche-Tschau. Also sieht siebenmal gut aus. Und mache nur noch Puderzucker drauf. So, man sieht auf Herz mal, dass es ein Fuss-Küche-Tschau. Du wängst ruf mal da ein Bild. Und wir schmachen. Als Fuss-Küche-Tschau. Das als erste Reaktion. Okay. Okay, die erste Reaktion. Prost. Prost. Mmh. Ich würde sie schon schlecken. Ich fand, für die erste Reaktion, die wir gemacht haben, sind sie mal nicht so schlecht. Also ich fand, der hat richtig gut gemacht. Merci für nur gucken und schön Vakanz.